Ahoi Piraten und herzlich willkommen hier zurück zu Total War Warhammer 2 Curse of the Vampire Coast. Wir müssen mal wieder nach Thoran Rock. Wir haben da nämlich was in der Erde vergessen, so ein Teil der 8 und ich glaube, es würde Sinn machen, das Ding sich noch irgendwie zu organisieren. Tyrannok ist jetzt hier, so wie es aussieht, auf dem Weg und verleibt sich jetzt hier Thor Dranil ein. Wäre eigentlich die Gelegenheit, hier zuzuschlagen, wenn wir angreifen könnten, können wir aber nicht. Denn die dürften jetzt hier gerade in die Hälfte ihrer Männer eingebüßt haben. Die sind auf jeden Fall momentan jetzt hier nicht handlungsfähig. Was aber auch wiederum gut ist. Oh, warte mal, was ist denn das hier? Was sind denn das hier, diese Graupunktkrabbler? Was ist das für eine Horde? Okay, sie ist auf jeden Fall uns definitiv überlegen, wenn ich sehe, was sie hier haben. Sehr viel stärker als wir. Da komme ich tatsächlich noch nicht drauf. Hohes Tal, komme ich da irgendwie hin? Ne, habe ich auch keine Chance. Da habe ich keine Chance. Ich muss auf jeden Fall hier runter. Da führt kein Weg dran vorbei. Also gut, wir gucken uns das gerade eben nochmal an jetzt hier mit der Schatzkarte. Also eins der Teile der 8. Ist irgendwie hier, schaltet legendäres Söldnerregiment die Rache der Neulinge, verwesende Prometheaner. Besiegt die Armee des folgenden Kommandanten in der Schlacht. Sloppy. Ach, von ihm. Ach Gott, ich muss da gar nicht an Land. Ach so. Most masterful of masters. Ja, ist halt ein Level 30 Charakter, ne? Okay. Da sind wir noch ein gutes Stück davon entfernt. Verflixt. Und ich dachte, ich wäre hier einer coolen Sache auf der Spur. Okay. Never mind. Wir können also einfach im Grunde weiter schippern und vielleicht hier doch mal. Wir haben jetzt eh Krieg hier mit den Hochelfen. Vielleicht dann doch nochmal hier den Walls Amboss uns als Ziel auserkoren. Oh Gott, wir haben schon wieder dieses Auserkoren-Problem, wo ich schon mal nicht wusste, wie man das richtig ausspricht. ja, ist ja auch egal. Wir haben jetzt mit Karo und Kar beim letzten Mal hier so einen kleinen Deal gemacht. Die finden uns inzwischen jetzt nicht mehr ganz so scheiße. Handelsabkommen machen sie trotzdem nicht mit uns. Leider. Vielleicht in naher Zukunft. Kohle haben wir genug. Wir haben bloß keine Einheiten, um aus dieser Kohle irgendwie was zu machen. Vielleicht sollten wir aber auch einfach mal zu Hause vorbeisegeln und da mal eine bessere Truppe aufstellen. Mörser, habe ich gehört, sollen zurzeit in dieser Jahreszeit sehr schick sein. Zumindest in Kaledor sollen sie gerade eben der allerletzte Schrei sein, vor allem von denjenigen, die davon getroffen werden. Habe ich mir zumindest läuten hören. Die Todesglocken der Skaven haben mir das berichtet. Erhaltener Anhänger, Bezwinger der Wellen. Bewegungsreichweite plus 10% auf der Kampagnenkarte. Oh, das ist ein verdammt guter welcher. Technologieerforscher, Bezwinger der Wellen. Ja, der kommt den nehmen wir schon so ein bisschen, ne? So, Bezwinger der Wellen. Auf jeden Fall. Das sind so Charaktere, die kann man auf jeden Fall mal so einfach mal so an sich nehmen. Was ist denn das hier? Wollen wir das hier noch hier mitnehmen? Das ist so auf dem Weg. Es ist so auf dem Weg und so offensichtlich. Die Dorneninsel. Auf eurem Weg über den Ozean gibt der Nebel plötzlich eine Insel frei, die allen Anschein nach nicht einmal vom großen Kartografen selbst verzeichnet wurde. Hohe Felsnadeln ragen. Das ist halt direkt vor Dingens, ne? Dem ist halt das Detail abhanden gekommen. Hohe Felsnadeln ragen aus dem Wasser heraus, wie die Dornen einer Falle, die in der Beute sitzt. Ja, tatsächlich liegt ein Schiff aufgespießt vor der Küste der Insel. Die Besatzung scheint mit all ihrem Hab und Gut Land einwärts gezogen sein. Erkundet die Insel, ihr bekommt die Chance, im Kampf anzugreifen. Dann bekommen wir einen ordentlichen Schatz. Wir gucken mal, was das ist. Ja, das ist nichts, was nicht schaffen will. Die haben eine Kanone. Dass man nicht so wie bei Rome Total War 2 solche Kriegsmaschinen einfach übernehmen kann vom Feind. Das war so eine Sache, die ich damals eigentlich ganz, ganz nett fand. Aber auch manchmal ein bisschen nervig. Man sollte gefragt werden und es nicht aufgezwungen bekommen. Auch hier im Übrigen. So, jetzt gucken wir mal. Wir haben hier wieder die Möglichkeit, mit den Jungs hier den gegnerischen Verein zu tanken. Es ist schon wieder so, also diese komische Insel mit in der Mitte ist jede Menge Quatsch und so. So, ihr geht auf die Flanke. Bekommt ihr die Nummer 3, ihr sollt nicht wegrennen. Ihr bekommt die Nummer 4, sollt nicht wegrennen. Geht auf diese Flanke.
Du bist der Barabum-Kumpel. Gehst dahin, die anderen beiden Barabums, die also sich selbst so Barabummen, die gehen dahin. Du gehst dahin und du gehst dahin. So, alle auswählen, starten. Vorwärts. Yes, please. Ich weiß jetzt schon, dass wir da wahrscheinlich wieder bis an diese Position vorrücken müssen. So, bis dahin auf jeden Fall. Bevor wir hier quasi einen sinnvollen Kampf hier bekommen. Aber wir sind jetzt schon stärker, ne? Also, oh Gott, dieser scheiß Mörser. Beschleunigen wir das Ganze mal hier so ein bisschen. Es gibt für uns gerade eben keinen Grund, das nicht zu machen. Er ist schon hier. Eigentlich kann ich mit ihm jetzt hier schon... Was sind das hier? Diese, diese besseren muss ich ja nicht zusammenballern. Wo sind die denn? Zombie-Deckarbeiter. Zombie-Deckarbeiter. Ja, hier diese Stangen überall für Typen da halt. Da. Eat this. Eat this. Ich werfe jetzt den da drauf. Und ja, das ist keine so gute Idee. Ich werfe den da drauf. Näher ran. Du wirfst jetzt hier die Bombe auf die da. Ja, zack, die Wuff. Das hat aber einige von denen jetzt hier gerade eben schon mal getroffen. Ihr greift hier an, ihr greift da an, der geht hier noch in die Luft, Moment. Ja, wer wird denn gleich in die Luft gehen? Er hier auf jeden Fall. Ihr greift da an, ihr dreht euch so hin zum Ballern, ihr dreht euch so hin zum Ballern. Du heilst hier nochmal deine Verbündeten in deiner direkten Umgebung, währenddessen du die anderen hier wegkochst. Erhöhe die Energiereserven, ja, sehr, sehr schön. Sie schießen hier schön. Hier geht es noch hier hin. Dahin. Da wird gerade gut geballert. Du gehst jetzt auf den Verein da los. Wo ist er? Er ist gar nicht im Nahkampf. Da könnt ihr da mal mitmachen. Er ist kein Nahkämpfer. Er soll da gar nicht sein. Ich schick ihn da mal raus. Komm, schießt jetzt mal hier. Keine Ahnung, die stehen nur so da, machen gar nichts. Du ballerst da rein und du ballerst da rein. Du ballerst da rein. Du gehst dahin. Du ballerst hier. Ah, hier wird der Kommandant ja schon ordentlich beschossen. Gibt es überhaupt noch irgendwas, wo man bomben kann? Ja, hier. Warum geht das nicht? Warum macht ihr das nicht? Weil ich das immer abbreche. Jetzt haben wir das. Jetzt können wir hier nochmal das hier machen, um die endgültig hier wegzumachen. Sieht so aus, als ob wir wieder Einheiten verlieren. Feuer. Wir sind weg. Ihr geht dahin, mischt hier jetzt noch mit. Die gesamte gegnerische Armee fängt jetzt hier schon an zu plöppen. Ui, guck mal, wie Luftballons, wie niedlich. Papa, kann ich auch so einen haben? Nein, mein kleiner Sohn. Die verwesen und stinken. Ja, du hast recht. Komm, schnapp ihn dir hier. Gönn dir einen. Der feindliche Kommandant ist tot. Entschuldigung, der musste gerade eben sein, der blöde Gag. Untote Luftballons, sie plöppen. Was, die haben nur einen Kill gemacht. Das ist irgendwie bitter und die sind sogar null. Ja gut, nicht alle von denen haben wirklich geschossen. So, das gibt auch wieder gute Erfahrungspunkte. Ich glaube, es ist nicht möglich, außer durch außerhalb, aber ich glaube, das bringt dann auch nichts. Geld oder Einheitenverstärkung? Wir nehmen hier... Ach, wir nehmen das Geld.
So, wir bekommen Werkstoffe auf See. Baukosten werden reduziert und Einkommen aus Gebäuden erhöht, sowie den Schiffsnekromant. Reduziert die Rekrutierungskosten und erhöht die Forschungs, Rate, sage ich jetzt mal. Schiffsnekromant, ja, ist ein Anhänger. War jetzt nicht die geilste Wahl. Aufstellen. Und weiter segeln. Wie gesagt, wir wollen jetzt mal hier eine gescheite Auswahl an Einheiten haben. Und schippern deswegen. Ach, hier müssen wir auch noch dran vorbei. Kann ich jetzt hier noch was bauen? Nee, kann ich immer noch nicht. Das ist so doof. Nervt mich gerade. So, wir forschen etwas. Bezwinger der Wellen haben wir jetzt hier erforscht. Wachstum können wir machen. Hier gibt es irgendetwas. Unterhalt der Seesoldaten. Wahrscheinlich ist das einfach günstiger, dass sie einfach weniger kosten, nehme ich mal an. Übrigens, nur falls ihr das jetzt zum ersten Mal seht, das ist immer noch das Pressbild, ne? Also ich nehme noch vor Release auf. Das macht man als YouTuber so, damit man nicht in Zeitdruck gerät. Zerschmetter die Abenteuer der Echsenmenschen. Ah ja, stimmt, er hat ja was gegen Echsenmenschen. Ja, wir sollten über den Echsenmenschen vorbeischauen. Rang des Helden, das hier verunerlebende Reflexe, das macht wahrscheinlich irgendwie Typen der Tiefen da halt irgendwie bessere Verteidigung. Jahrhunderte der Macht, Rang des Kommandanten plus 5. Arbeitskraft, Gebäudereparaturkosten werden reduziert. Warum auch immer ich Gebäudereparaturkosten verbessern sollte. Bonus gegen große Feinde. Vernichtet die Gruftkönig-Piraten. Okay, es scheint ein Schadensbonus gegen Gruftkönig-Piraten zu sein. Mach deinen Lauf sauber. Ich weiß nicht, was Instant halten. Kanone. Mit ein paar Überresten in den Kanonen stellt es sich sicher, dass wir. Es ist halt doof, dass ich das nicht weiß. Was ist das? Pulver, Junge. Gewehrtpulver, Junge. Kosten für Tote erwecken, reduzieren. Vampirische Korruption plus 2. Ach komm, wir nehmen die Verlustverstärkungsrate plus 8%. Da weiß ich immerhin, was ich krieg. Kann ich jetzt nochmal mit denen handeln? K und K. Sind wir immer schon mal bei 7? Nö. Sie halten mich, ihre Nicht-Angriffspartner, nicht für vertrauenswürdig genug, um mit mir zu handeln. Ich meine, ich kontrolliere ja nur die See. Also zumindest ein Teil. Auch ein kleiner Teil ist ein Teil. So. Schwert des Kane wurde beansprucht. Das Schwert des Kane wurde von jemand anderem beansprucht. Ach, schade, die Welt. Das hätte ich mir holen sollen. Sturm der Magie. Aber wir können es uns ja in der nahen Zukunft ja vielleicht auch immer noch holen. So, zack. So, wir holen uns hier nochmal ein paar neue von denen. Die sind nämlich mit Dutzend günstiger. Das hält uns tatsächlich im Rennen. Also man merkt, das ist so eine Hit-and-Run-Taktik, die man mit dem fahren muss. Was kriegen wir jetzt hier? Die See nehmen, was ihr zusteht. Während eure Besatzung das Wrack durchsucht, bricht das Deck und Wasser dringt durch ein vermodertes Loch ein. Was noch vom Schiff übrig war, beginnt zu sinken und zieht seine Ladung mit sich. Eure Besatzung hat gerade noch genug Zeit, ein paar Kisten zu bergen, bevor das Meer sie verschlingt. Doch welche sollen sie retten? Wir nehmen jetzt hier mal die Truhe des Kapitäns. Ach, wieder diese Scheißtruhe voller Karten. Entschuldigung, aber das ist so ziemlich das Nutzloseste, was es gibt. Das ist so ziemlich das Nutzloseste, was es gibt. So, mein Plan führt mich auf jeden Fall dahin. Fürs Erste zumindest. Geld haben wir genug. Wir müssen es nur ausgeben. Wir haben einen Bevölkerungsüberschuss von 4. Das heißt, wir könnten hier jederzeit schon mal was bauen. So. K und K ist jetzt bei 9. Will immer noch nicht handeln. Was hat die Vampirküste? Your timing could not be better. The scurvy smells fishy. Und wenn ich dir ein Angebot mache? Out of the question. Nö, mehr gebe ich dir aber auch nicht, ganz im Ernst. Für so einen läppischen Nicht-Angriffspakt.
mache ich bestimmt kein noch besseres Angebot. Wir können auf jeden Fall Mörser bauen. Ich bin echt am Überlegen, was ich da dafür rausnehme. Ein Schlachtplan. Das Blut des Nachthimmels ist purpurrot. Der Wind des Sisch ist stark und erfüllt die Besatzung mit neuer Kraft und Stärke. Es ist Zeit zu handeln, zu erobern und diesen magischen Segen zu unserem Vorteil zu nutzen. Sollten wir die Meere beherrschen oder unsere Aufmerksamkeit auf neue Lande richten? Seebeine gibt Bewegungsgeschwindigkeit oder Land in Sicht, macht die Verlustverstärkung. Ach komm, wir machen vorwärts. Das ist 15 Runden. Auf jeden Fall das. Definitiv. So, sind wir gleich dann. Das ist echt der Hammer, wie weit diese Strecken sind. Kar und Kar. Jetzt sind wir doch schon bei 10. Keine Ahnung, was das soll. Ich verstehe dieses System in diesem Spiel nicht, dass du halt nach einem Handel dann erstmal x Runden keinen weiteren Handel machen kannst. Dass sie sich einfach komplett dem verschließen. Das ist einfach nur weird. Vielleicht sollten wir auch mal, jetzt würde ich mal zu den Echsenmenschen segeln und denen mal so ein bisschen Rabatz machen. Die Bestie von Ultuan. Und er hat ein Level Up. Was gönnen wir ihm denn? Vielleicht machen wir ihm jetzt mal Haiköder. Wir haben gesehen, dass er im Nahkampf nicht so stark ist. Das hat mir ein bisschen Sorgen gemacht. So, jetzt heilen wir auf jeden Fall hier auch mal schnell, ne? Was kann ich denn hier ausheben? Nichts. Hier natürlich auch noch nichts und hier natürlich auch nicht. Nächste Runde sind wir besser. Ich ignoriere jetzt diese Dunkelelfen. Sollen sie doch irgendwann mal auf mich zukommen und mir ein Angebot machen? Nein, ich werde es natürlich in der nächsten Runde machen, aber ich mache denen jetzt hier nicht mehr jede Runde irgendwie so einen Angebotsversuch. Das ist mir dann ab einem gewissen Punkt auch ein bisschen zu blöd. Ich denke, das ist nachvollziehbar. Ach, guck mal, wer da wieder vorbeikommt. Die Tyrannen der Schwarzen irgendwas. Aber wir gehen jetzt erstmal hier in den Galeonenfriedhof hinein. Und können... Wow. Wir sind jetzt hier schon auf der maximalen Stufe. Piratenschiffwachstum können wir noch weiter verbessern. Das geht natürlich nicht. Aber dann können wir all diese Sachen jetzt hier dann auch noch voll ausmaxen. Galeonenfriedhof geht nicht. Aber wir können... Halt... Einheiten ausheben. Ich möchte mal wissen, was das für welche sind. Wir haben jetzt hier die Sirenen. Die sind körperlos, verursachen Entsetzeln, haben fesselnde Angriffe. Ganz im Ernst, die hätte ich ganz, ganz gerne. Also zwei, drei von denen sind ganz nett, aber eins, zwei, drei brauchen wir definitiv nicht. Weg mit. Hier haben wir die Lightheim-Sucher, die gibt es ja auch als Helden. Die sind gegen Infanterie. Verursachen ebenfalls Entsetzen. Belebte Kolosse. Verwesene Prometheaner. Das sind Verteidiger. Die können halt verdammt gut tanken. Was gibt's denn da noch? Ah ja, genau. Hier, der Mörser. Ich denke, dass der Mörser besser... Ich weiß nicht, ob der Mörser besser ist als sowas. Also ich denke, ein oder zwei davon sollte man immer haben. Ich weiß nur nicht, ob die hier wirklich ihr Geld so wert sind. Count Noctilus Reigns. Wir nehmen jetzt mal auf jeden Fall mal hier einen Mörser. Gegen große Feinde. Gegen Infanterie, gegen große Feinde. Geschossschaden. Nehmen wir erstmal nochmal einen Mörser mit. Dann will ich die Sirenen haben. Ach Gott, das dauert ja jetzt schon ziemlich lange. Sirenen. Ach komm, wir nehmen von die. Ich kann gar nicht von jeder Sorte entsprechend welche mitnehmen. Es sei denn, ich mache das hier auch noch mal ein bisschen rückgängig. Wir werden ein paar Runden hier rumstehen. Leiter im Sucher haben wir sind die belebten Kolosse, hätte ich ganz, ganz gerne. Und die belebten Prometheaner.
Ja, wir werden hier ein paar Runden rumstehen, aber das wird uns nicht umbringen. Wir verbessern jetzt hier mal so grundsätzlich die Qualität unserer Armee. Wir haben ja eh ein paar Sachen zu bauen. Also auch unser Schiff auszubauen und so weiter. Und danach sind wir schneller, besser und stärker. Und müssen uns eventuell nicht mehr quasi vor so einer läppischen Hochelfenstreitmacht einfach so verstecken. Das war so unsere erste Plündertour. Und nach der kann es noch besser werden. Ja, Zephyri, interessiert mich doch nicht die Bohne. So, wir haben das hier ausgebaut. Ach, da fehlt mir jetzt hier wieder das. Aber eine Runde, dann kann ich es machen. Dann ist hier halt die Frage, was nehmen wir dann hier? Einheitenerfahrung pro Runde oder... Nee, ich denke, ich nehme auf jeden Fall die Bewegungsreichweite. Was kann ich hier noch machen? Da fehlt mir auch noch was Entsprechendes. Okay, die sind hier beschäftigt. Hier geht auch nichts. Kann ich jetzt noch mal mit Kar und Kar reden? Master of Krul, you stand before the Black Court. What would you request? Ich weiß nicht, warum die das nicht wollen. Also warum die das gar nicht wollen. Nö. Die wollen gar nicht mit uns handeln. Ich fühle mich immer so von der KI ein bisschen betrogen, wenn sie danach mit mir nicht mehr handeln will. Wisst ihr, das sind so Dinge, die nehme ich persönlich. Wenn du erst so dir einem freundlich die Hand schüttelst und dann... So, nach dem ersten Kennenlernen bist du uninteressant geworden. Das finde ich unhöflich. Sowas mag ich nicht. Und genau das ist das, was die KI hier gerade eben mit mir macht. Naja, schippert ihr mal hier schon durch. Jetzt können wir hier... Also wie gesagt, wir haben das Bramsegel, das Sky-Segel und jetzt holen wir uns das Mondsegel. Nochmal 10% in Bewegungsgeschwindigkeit. Kostet ja auch nur 10.000, das auszubauen. Ja, aber ich denke, das ist es wert. Dann haben wir wahrscheinlich auch bald schon die Einheiten ausgehoben. Ja, nicht ganz, dauert noch ein bisschen. Aber wir bauen noch. Man ist sehr, sehr krass mit Organisieren beschäftigt, finde ich. Aber das hat auch seinen gewissen Reiz. Vor allem, weil du halt hier das komplett anders spielen kannst. Ne? Ich bin nicht dazu gezwungen, jetzt hier irgendwelche großartigen Bereiche zu erobern. Ich kann es aber, wenn ich will. Vielleicht soll ich den anderen Piratenkriege erklären und ihnen dann einfach Gebiete wegnehmen. Das wäre auch eine Idee. So, Freibeuter. Gibt es eigentlich noch irgendetwas, mit dem ich auch mit ihm schneller werde? Mit seinem Schiff oder so? Weiß es nicht. Ewiger Pirat. Rekrutierungskosten, Seebären. Führerschaft beim Kämpfen auf See. Munition für die Zombie-Artillerie, Deckschütze, Munition für Mörser. Macht auch mehr Geschossschaden am Ende. Faulender Tod, die verwesenen Prometheaner, verwesene Levitan und Necrofex-Kolosse. Ja, das wäre jetzt auf jeden Fall was wir machen sollten. Das kommt mir sehr, sehr gut vor. Wir machen das. So, zwei Runden müssen wir jetzt hier noch rumstehen. Zwei sehr grausame Runden. Aber dann haben wir auch nochmal die nächste Forschung frei. Wir heizen hier schon ganz schön durch die Runden, ne? Aber ihr kennt mich ja, ich geize am Anfang immer so ein bisschen mit Einheiten. Weil mir dann einfach die Sache mit dem Geld einfach zu kritisch ist. Ich persönlich finde nicht, dass man sehr viel davon hat, wenn man am Anfang viele kleine Armeen hat, sondern man erreicht mehr mit einer großen. Und dann, wenn man mit dieser dann schon ein bisschen so einen gewissen Fuß auf dem Boden hat, sage ich jetzt mal, kann man sich eine zweite hochziehen. Mission erteilt. Erklärt folgende Fraktion. Kriegt Freibeute der Ödküste. Freibeute der Ödküste. Aha. Dann bekämen wir auch noch Plünderer. Die Verschwundenen. Eine Runde noch. Mein Gott. Ach, jetzt habe ich zwei von denen gebaut, von den Lighthouse-Suchern.
Ja gut, das wird uns wahrscheinlich nicht umbringen. Ich glaube, die sind ohnehin ziemlich stark. Ist nur so eine Vermutung. Könnte gut sein, dass die einfach auch ein bisschen stark sind. Die verwesenden Prometheaner. Ich dachte, ich hätte nur einen davon jetzt hier in Auftrag gegeben. Horde, der Zombie mit Stangenwaffen. Die haben eine Nahkampfabwehr. Die ist halt höher. Und die sind dann halt gut gegen große Feinde. So, wir müssen wieder was zum Forschen aussuchen. Wir haben ja das jetzt gemacht. Was gibt es denn hier sonst noch so Schönes? Baukosten minus 15 für Schiffsbauten der Vampirküste. Gibt es denn Schiffszimmermann? Puh. Die Baukosten sind mir aber ziemlich egal. Einkommen durch Überfälle, komm. So, die letzte Runde, die wir warten, danach geht's wieder auf Achse. Manchmal muss man halt auch solche Sachen machen, ne? Ich hätte jetzt noch nicht gedacht, dass es halt wirklich so lange dauert, weil diese Einheiten brauchen dann halt doch recht lange, um sie auszubilden. Und weil die Produktionsmöglichkeiten unserer, ja, unserer Flotte halt momentan noch ein bisschen begrenzt ist, ging das nicht anders. Die können wir noch lange nicht angreifen, die sind viel zu stark. Ich würde sie gerne angreifen, aber sie sind zu stark. Wobei die Freibeute der Ödküste inzwischen gar nicht mehr so übertrieben heftig mehr rüberkommen. Wollen wir die angreifen? Ach Gott, jetzt kann ich das auch noch machen. Oder ich mache hier sowas. Oh Gott, das kostet 6. Auch noch Verlustverstärkungsrate. Unterhalt für alle Einheiten wird reduziert. Heiligsblechle. Ja, und sowas muss ich natürlich auch irgendwann mal noch mit mir zulegen, um unterwegs mir meine Einheiten wieder hochziehen zu können. Das ist alles Zukunftsmusik. Flotilla of the Damned. Will ich mich mit denen hier anlegen? Oder mit einem von denen? Das ist doch eine. Warte mal, wer ist das? Das sind so Imperiale. Das sind die Freibeuter von Port Royal. Ich muss gerade mal gucken. Das sind die hier. Dann gibt's Horde der Zombie-Artillerie-Gewehre. Ja, das ist so. Ja, nee, ist das. Oh, guck mal, wir sind inzwischen fast schon so weit, dass wir. Also, wir sind fast schon so weit, dass wir marschierender Natur genauso weit kommen. Also, normal schippernd meine ich. Also, mit dem normalen Schiff genauso weit, als ob wir marschieren. Wir schippern auf jeden Fall jetzt nochmal hier in diese Richtung und werden dann in der nächsten Runde nochmal bei den Hochelfen anklopfen. Apropos bei Elfen anklopfen, vielleicht ist ja endlich Karin Karl so vernünftig geworden. Nö, sind sie nicht. Unhöfliche Dunkelelfen. Aber was erwartet man von ihnen? Es liegt in ihrer Natur. Sie können nichts dafür. Da muss man auch ein bisschen Verständnis mitbringen. Nein, eigentlich nicht. So. Wollen wir da noch drüber rutschen unterwegs? Wollen wir auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir sind jetzt inzwischen schon so schnell, dass wir fast genauso schnell sind, als ob wir marschieren. Ich denke, wenn wir noch einen 10% Schub mitmachen, dann sind wir so schnell. Vielleicht sogar schneller, als ob wir marschieren. Da kommt der Punkt, weiß ich so, du willst marschieren, ne, und bist auf einmal langsamer, als ob du normal gehst. Das hätte eine gewisse Faszination. Wir werden auf jeden Fall das hier nicht selbst kämpfen. Lied der Insel. Oder werden wir selbst kämpfen? Als ihr den Ozean überquert, taucht vor euch unerklärlicherweise eine Insel auf dem Meer auf. Als sich eure Flotte nähert, weht ein unheimlicher, aber verführerischer Gesang über die stürmischen Wellen zu euch herüber. Es ist eine Melodie, die viel verspricht. Sie erzählt von den unermesslichen Reichtümern des Greasus Goldzahn bis hin zu Nagashs Geheimnissen des Untods. Die Strophen prophezeien große Macht und Reichtum. Ihr müsst lediglich das Schiff näher ans Land bringen. Das ist es, was die Sirenen wollen. Ja, das ist mal wieder so eine ganz, ganz typische Kiste.
Das machen wir beim nächsten Mal, liebe Freunde. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und Ade.